Omega-3-Fettsäuren. Ich möchte heute das einfachste, das klarste und das beststrukturierteste YouTube-Video zum Thema machen. Was sind Omega-3-Fettsäuren, wo bekomme ich sie her und wie viel muss ich davon aufnehmen? Guten Morgen! Erstens, was sind Omega-3-Fettsäuren? Sie sind einfach nur Moleküle, deren Name sich lediglich davon ableitet, dass die erste Doppelbindung vom Methylende eben an der dritten Position ist. Ihr müsst Euch merken, Omega-3-Fettsäuren sind spezielle Moleküle. Zweitens, wozu sind Omega-3-Fettsäuren gut? Sie haben vor allem, neben einigen anderen Dingen, eine unglaublich hohe Bedeutung, wenn es darum geht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verhindern. Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Warum ist das so? Omega-3-Fettsäuren haben einen großen Einfluss auf die Durchlässigkeit und die Elastizität der Zellmembranen. Was müsst ihr Euch merken? Omega-3-Fettsäuren sorgen dafür, dass ihr länger und gesünder lebt. Drittens, was gibt es für Omega-3-Fettsäuren? Es gibt drei. Die Alpha-Linolensäure. Zweitens die Eicosapentaensäure, das EPA, und die Docosahexaensäure, DHA, also DHA. Ich nenne sie einfach DHA. Also ALA, EPA und DHA. Es gibt drei Omega-Fettsäuren. ALA, EPA und DHA. Das müsst ihr Euch merken. ALA kommt vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln wie Algen oder wie Leinsamen vor. EPA und DHA in tierischen wie in Fischen. Warum ist das so und was bedeutet das? ALA, also die pflanzliche Omega-3-Fettsäure, ist der Ausgangsstoff, den alle Tiere und Menschen in EPA und DHA verstoffwechseln müssen. Weil erst EPA und DHA im Körper die schon angesprochenen positiven Wirkungen haben. Also ALA muss in EPA und in DHA umgewandelt werden. Der Fisch, der nimmt zum Beispiel das ALA in Form von Algen auf und dann sorgt der Fischstoffwechsel dafür, dass er EPA und DHA zur Verfügung hat. Menschen nehmen zum Beispiel ALA mit Leinsamen auf und verstoffwechseln ihn dann in EPA und DHA. Was hat der moderne Mensch von heute aber einfach gemacht? Und Das Ergebnis davon spielt sich entsprechend auch in den Ernährungsempfehlungen wieder. Lass doch den Fisch die Arbeit machen. Wir essen dann einfach den Fisch. Dann haben wir ja direkt das EPA und das DHA. Weil der Fisch hat ja schon die Arbeit gemacht, die Algen gegessen und es umgewandelt, das ALA in EPA und DHA. Darüber nachgedacht, ob es biologisch so gewollt und so sinnvoll ist, dass wir den Stoffwechsel von ALA zu EPA und DHA nicht selber machen. Das haben wir nicht. Aber Fakt ist, wenn wir nur ALA aufnehmen und den Stoffwechsel zu EPA und DHA selber vollziehen, da tanken wir quasi direkt von der Quelle ohne den Umweg über den Fisch. Das fühlt sich für mich richtiger an, weil wir haben eine gewisse Ebene auf molekularer Basis, wo wir beobachten können. Und das, was der Fisch an DHA und an EPA hat, aus dem ALA sozusagen sich gebildet hat, das sieht für uns gleich aus. Ob das wirklich gleich ist oder ob der Fisch einen etwas anderen Stoffwechsel hat, den wir vielleicht gar nicht so begreifen, nur weil das Molekül für uns gleich aussieht, ne? Ob das wirklich identisch ist, ist die Frage. Was müsst ihr Euch merken? Die grundsätzliche Omega-3-Fettquelle für alle Lebewesen ist ALA. Manche überspringen den Schritt und essen andere Tiere, die bereits ALA in EPA und DHA umgewandelt haben, und ja, das ist eigentlich so das, was ihr wissen müsst. Viertens, jetzt wird's interessant. Wie viel Omega-3 und aus welcher Quelle muss ich zu mir nehmen? Wenn ihr keine Veganer seid und quasi das EPA und DHA vom Fisch direkt konsumiert, dann benötigt ihr anteilig weniger Fett. Ob das so gesund ist, wie gesagt, ja, aber ihr benötigt erstmal anteilig weniger Fett, weil ja quasi die Umwandlung in EPA und DHA schon vollzogen ist. Es reichen für den Tagesbedarf von 1 Gramm EPA zum Beispiel 40 Gramm Lachs oder 70 Gramm Makrele. Dann habt ihr euren Omega-3-Fettsäurenbedarf gedeckt.
oder sagen wir den Bedarf an EPA und DH gedeckt. Wenn ihr Veganer seid, dann müsst ihr das ALA erstmal im Körper verstoffwechseln zu EPA und DH. Entsprechend müsst ihr absolut gesehen mehr Omega-3 Fettsäuren aufnehmen, ca. die 10-fache Menge im Gegensatz dazu, wenn ihr andere Lebewesen konsumiert, die diesen Schritt schon für euch gemacht haben. In ein für uns ähnlich aussehendes EPA und DH. Da nochmal kurz darauf hingewiesen. Wie macht ihr das? Das deckt ihr zum Beispiel mit 44 Gramm Leinsamen pro Tag. Während ihr mit dem Konsum von Fisch Schwermetall und Mikroplastik aufnehmt und das Leid anderer Lebewesen forciert, ist der Konsum von Leinsamen stark gesundheitsförderlich. Leinsamen enthält nicht nur alle essentiellen Aminosäuren, sondern die 44 Gramm decken auch den Tagesbedarf an Selen, was viele Veganer durch den Kauf von Paranüssen decken müssen. Dazu sind noch weitere wichtige Mineralstoffe wie Magnesium, Zink, Mangan und Phosphor enthalten, deren Tagesbedarf damit auch bei einigen bis zur Hälfte gedeckt werden kann. Was müsst ihr euch merken? Pro Tag 44 Gramm Leinsamen. Damit deckt ihr euren Omega-3 Fettsäuregehalt bzw. korrekt ausgedrückt den EPA und DH Gehalt oder Bedarf. Die Leinsamen, die ich immer bestelle, die habe ich euch unten auch direkt mal verlinkt. Fünftens, wie nimmt man diese Leinsamen, diese Menge auf? Erstens, verzichtet bitte auf Leinöl. Das ist ein verarbeitetes Lebensmittel und entsprechend auch schnell der Oxidation ausgesetzt und verliert rasch an Wert. Und dann kann man gar nicht mehr so genau bestimmen, wie viel Omega-3 Fettsäuren da noch für euch verwertbar sind. Kauft ganze Leinsamen, nicht geschrotet, ganze Leinsamen. Wieder auch dieselbe Begründung, Oxidation. Und jetzt gebe ich euch 3 Tipps, wie ihr die 44 Gramm Leinsamen aufnehmen könnt, um euren Omega-3 Fettsäuregehalt zu decken. Erstens, macht wie ich, ihr schüttet es einfach früh in den Smoothie. Auf einen 2 Liter oder 2,5 Liter Smoothie schmeckt ihr nichts von diesen Leinsamen. Sie werden einfach wunderbar durch die Kraft des Hochleistungsmixers bestmöglich verfügbar gemacht. Den Mixer, den ich nutze, der hier oben, und ich gebe euch noch die Rezension für den Mixer zu dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auch für Einsteiger gedacht, die überhaupt erstmal einen Mixer kaufen möchten. Entweder oben Infokarten oder unten Infobox. Ja, und genau, also das wäre sozusagen die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit. Ihr nehmt es als Salatdressing oder als Beilage zum Salat. Die Leinsamen einfach im Mixer bis zur gewünschten Konsistenz mixen und über den Salat streuen, das wäre sozusagen jetzt die Beilage, oder einfach zusammen mit Essig und Wasser und Gewürzen zu einem Dressing mixen, also ist ja viel Fett enthalten, und dann über den Salat geben als Dressing. Ne? Die dritte Möglichkeit ist, ja, einfach schroten und zusammen mit anderen Zutaten und Datteln, also ihr könnt da Sonnenblumenkerne nehmen, ihr könnt Nüsse nehmen, ihr könnt Chiasamen nehmen, alles so, und das zusammen mit Datteln zu Energiekugeln oder Riegeln machen. Dazu knetet ihr das alles einfach durch. Zusammen mit den süßen Datteln ist das crunchy, ist das süß, genial. Ne? Das ist alles, was ihr über Omega-3 wissen müsst, zumindest aus meiner Ansicht. Ich bin extrem zufrieden mit dem Video. Kompakt und alles Wissenswerte für eine gesunde, vollwertige Ernährung zum Thema Omega-3 zusammengefasst. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video teilt und immer daran denkt, wenn es um die Omega-3 Fettsäuren geht, dass ich ein tolles Video gemacht habe. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch viel Erkenntnisse und alles Gute für den Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Ciao.